Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier wieder zurück zu Disney Dreamlight Valley. So, wir sollen Disneys Haus betreten, wollte ich gerade sagen, Mickeys Haus betreten. Und jetzt suche in Mickeys Haus nach etwas, das von der dunklen Magie des Vergessens durchdrungen ist. Sehr offensichtlich, oder? Bringe Merlin das Märchenbuch. Ah, also mal sehen. Ah, ein Märchenbuch. Hm, oh je, es ist regelrecht durchtränkt von dunkler Magie. Es muss einmal dem Vergessen gehört haben. Ansonsten gibt es keine andere Erklärung. Wir haben etwas, das dem Vergessen gehörte. Was kommt als nächstes? Ich fürchte, für diese Verzauberung brauchen wir mindestens 3 weitere Reliquien des Vergessens, genau wie diese. Wenn die genauso aussehen wie diese? Nun, einige könnten ganz besonders, aber andere eher alltäglich sein. Sie alle haben dunkle Magie, die von ihnen ausgeht, genau wie diese hier. Halten nach weiteren Orten Ausschau, an denen die dunkle Magie in unsere Welt eindringt, um sie zu finden. Sie könnte überall im Dorf sein. Verstanden, finde Reliquien und rette das Dorf. Na, 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 das ist nicht alles. Wir müssen auch die Geschichte hinter den Reliquien erfahren. Geschichten haben eine ganz eigene Magie, Tetroplay. Entdecke die Geschichten und du kannst dir die Magie zunutze machen. Du musst herausfinden, warum diese Dinge für das Vergessen so wichtig waren. Du hast das erste in Mickeys Haus gefunden. Vielleicht kennt Mickey die Geschichte dahinter. Ich werde mich im Dorf umschauen und mit Mickey reden. Danke, Merlin. Und jetzt lauf. Okay. Suche die vergessenen Teile im Dorf. Und ich weiß, bei Scar hatte ich noch was gesehen, genau. Es müssen ja eigentlich alles Charaktere sein, die man so gesehen schon freigeschalten hat. Gut, Mirabelle jetzt unbedingt nicht, aber hier. Ah, mit Scar muss ich dann auch reden. Alter, was ist das für eine große Questreihe? Wow. Hallo, Scar. Sei gegrüßt. Ah, oh, Troplay, genau an dich habe ich gedacht. Meiner Einschätzung nach machst du deine Arbeit als Herrscher über dieses Tal ziemlich schlecht. Für mich sieht es aus, als würde der Himmel einstürzen. Bist du sicher, dass du nicht glücklicher wärst, wenn jemand Gerisseneres das Sagen hätte? Netter Versuch, Scar. Ja, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Aber wenn du nicht hierher gekommen bist, um mich zu bitten, über das Tal zu herrschen, was willst du dann? Ich habe etwas in deiner Höhle gefunden. Ich glaube, es gehörte früher dem Vergessen. Es könnte der Schlüssel sein, um die Pläne des Vergessens zu stoppen. Kennst du die Geschichte dahinter? Ah, nein. Ich habe es noch nie gesehen. Bist du sicher? Positiv. Außerdem, warum sollte ich mich an so ein hässliches, liebloses Bild von mir erinnern wollen? Aha, du gibst also zu, dass es eine Zeichnung von dir ist, ja? Ah. Bitte, Scar. Das könnte die einzige Möglichkeit sein, das Vergessen aufzuhalten und das Tal zu retten. Ah, na gut. Wenn ich das muss, um sicherzustellen, dass ich noch ein Königreich habe, über das ich herrschen kann, dann werde ich es dir sagen. Und ich nehme an, du bist das, was ich am ehesten mit jemandem, naja, mit jemandem, den ich toleriere, vergleichen kann. Das hast du für mich gemacht, Troplay, als du noch ein kleiner Junge warst. Es trifft kaum mein Ebenbild, aber ich gebe zu, ich fand es ziemlich nett, ein Geschenk zu bekommen, sogar ein so erbärmliches. Seitdem habe ich es immer behalten. Danke, Scar, deine Geschichte könnte mir helfen, das Vergessen aufzuhalten. Habe ich ein bisschen Mitleid mit dem Vergessen? Na, stell dir vor, was das denken muss, wenn es sieht, wie du über alles herrschst und das Licht berührt, während es in den Schatten verbannt worden ist. Ich weiß nur zu gut, wie sich das anfühlt. Du darfst jetzt gehen. Hallo, du! Oh, Junge! Himmel! Troplay, um das Dorf steht es nicht besten. Diese Risse im Himmel sehen ziemlich beängstigend aus. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Vielleicht kannst du das. Vielleicht kannst du das. Kommt dir das bekannt vor? Ein Märchenbuch. Darauf kannst du wetten. Das ist schon seit Ewigkeiten in meinem Haus. Wir glauben, dass es eines dem Vergessen gehörte. Kennst du die Geschichte dahinter? Das ist interessant. Jetzt, nachdem du es mir zeigst, erinnere ich mich an alles. Als du noch ein kleines Kind warst, haben wir es zusammen gelesen. Zuerst habe ich es dir vorgelesen. Eines Tages dann warst du plötzlich alt genug, um dir vorzulesen. Oh, und manchmal haben wir uns auch eine eigene Geschichte zu den Bildern ausgedacht. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern. Es ist ein ganz besonderes Buch. Viele Geschichten über mutige Helden und böse Schurken. Gerade rechtzeitig für das glücklich bis an ihr Lebensende. Ach, geht noch alles gut aus. Vielleicht können wir es irgendwann wieder zusammenlesen. Oh, das habe ich geliebt. Wir haben schon nichts mehr zusammen gelesen Hey, wenn ich so darüber nachdenke, war das letzte Mal, als wir zusammen gelesen haben, kurz vor dem Vergessen. Aber meine Güte, das war nicht wirklich du, oder? Es war das Vergessen.
Es hat das Buch bei mir gelassen. Es schien ziemlich sauer zu sein. Allerdings glaube ich, dass es tief im Inneren wirklich traurig über etwas war. Ich hoffe, du kannst ihm vergessen helfen. Mickey, das Märchenbuch, die Magie, die von ihm ausgeht, ist stärker denn je. Du hast eine Menge getan, um zu helfen. Jetzt werde ich meinen Teil dazu beitragen, das Vergessen zu retten. Bei Simba und Nala ist, glaube ich, nichts. Ich glaube, bei Mutter Gothel war noch was. Merlin könnte auch noch ein bisschen vergessen haben, oder? Wenn das geschichtlich passt. Nee, Merlin hat nichts. Wir müssen überall gucken, wo diese Risse sind. Nein, Mutter Gothel auch nicht. Oh mein Gott, der Weg wird mir versperrt. Eine Erinnerung, yay. Und bei Jana. Bei Donald sehe ich auch nichts. Maui sehe ich nichts. Sehe ich was bei Ariel? Nein, nein. Da vorne sehe ich einen Riss. Oh. Woody! Du hier und nicht in Hollywood. Hollywood. Ah, hier, die Schaufel. Mit Ursula reden. Warum mit Ursula? Also sozusagen immer ein Bösewicht und ein Guter, oder was? Ursula, Ursula. Sie ist nicht da, die Ursula. Wo könnte Ursula sein? Da ist Ursula. Dann fliegen wir mal hin zu der kleinen, lieben Ursula. Oh, Fischstein, bist du endlich gekommen, um mich um Hilfe wegen dem ganzen Ärger am Himmel zu bitten? Das wurde aber auch Zeit. Du hast recht, ich brauche deine Hilfe. Sieh dir das an. Oh, was sind das für Trümmer, die du mir da gibst? Wenn du einen Handel anstrebst, musst du etwas weitaus Besseres finden als das hier. Ich habe dieses Strandspielzeug in der gleichen Grotte gefunden, auf der ich dich befreit habe. Ich glaube, sie gehörten dem Vergessen. Kannst du dich an sie erinnern? Sie könnten der Schlüssel zur Rettung von Dreamlight Valley sein. Oh, jetzt wo du es erwähnst, kommen sie mir doch ein wenig bekannt vor. Ich erzähle dir davon, als einzigen Preis erwarte ich ein Lob. Mir ist zu Ohren gekommen, dass alle anderen hier sowas erhalten. Habe ich nicht auch ein paar Lorbeeren verdient? Du hast eine schöne Stimme. Oh, das habe ich, nicht wahr? Erinnere mich daran, dir mal ein kostenloses Ständchen zu geben. Nun... Diese Dinge, du hast da als Kind damit gespielt. Vajana und du. Vajana? Ja, natürlich, ich rede mit Vajana. Proplay, wenn du das Vergessen gefunden und diesen kleinen Plan vereitelt hast, sag dem Vergessen, es soll zu mir kommen. Ich kann dem Vergessen einiges darüber beibringen, wie es bekommt, was es will. Warum bist du noch hier? Ja, warum bist du noch hier? Push, push. Hm? Ui, schön. Bippidi, bappidi, Und dann bekommen wir von ihr auch gleich die nächste Aufgabe. Ist doch perfekt. So einfach geht das. Aber jetzt erstmal bei Jana. Die hatte ich am Strand gesehen.
dass Ariel... Ariel. Hm? Nee, Ariel. Nee, Ariel. So. Ob sie auch so ultra ist? Ah, ah, ah. Halt, stopp. Welches war Vajana? Das war Vajana. Ist nicht da? Oh, ich habe da eine Idee. Hey! Hey, Vajana, ich habe etwas, das du dir ansehen solltest. Natürlich, Truppe. Oh, sind das Spielzeuge? Bist du sicher, dass du im Sand spielen willst? Solltest du nicht das Tal retten? Ich hoffe, dass ich die Lust am Spiel nie verlieren werde, auch wenn die Dinge schlecht stehen. Du hast recht. Ich möchte nicht, dass du deine Freude am Abenteuer verlierst. Aber mal im Ernst, ich bin hier, um dich danach zu fragen. Ich glaube, sie gehörten früher dem Vergessen. Ich hatte gehofft, du würdest dich daran erinnern. Sie kommen mir bekannt vor, aber meine Erinnerungen daran sind wie vernebelt. Konzentrier dich auf deine Erinnerungen an mich. Denk nur an all die Erinnerungen, die wir zusammen geschaffen haben, seit du in das Dorf zurückgekehrt bist. Wow, das ist wirklich seltsam. Sobald du das gesagt hast, war es, als lichte sich der Nebel. Ich erinnere mich, wir haben damit gespielt, als du noch ein kleines Kind warst. Es erinnert mich an die Zeit, als ich klein war und mit meiner Grandma Thala im Sand gespielte. Wie sind sie in der Höhle gelandet? Naja, eines Tages fragte ich dich, ob du spielen willst. Es schien, als könntest du mich nicht hören. Als ob du ganz weit weg wärst. Das war bereits das Vergessen, oder? Es warf die Spielsachen in die Höhle... in der Höhle weg und rannte davon. Ich war verwirrt und ziemlich traurig. Sowas sah dir gar nicht ähnlich. Vielleicht nicht, aber das Vergessen ist ein Teil von mir. Das Kind, das mit mir am Strand gespielt hat. Dieser Teil von mir ist irgendwo da drin. Nun, du warst ein erstaunliches Kind. Wenn das der Teil von dir ist, der zum Vergessen wurde, ich hoffe, es gibt immer noch einen Weg, es zu retten. Komm einfach wieder. Ich bin definitiv hier. So, und jetzt, ich würde sagen, entweder Anna oder Elsa. Anna schon mal nicht. Elsa leuchtet sehr dunkel lila. Das sieht doch schon sus aus, oder? Aber nö, es leuchtete nur dunkel lila. Hätte ich vielleicht mal vorher darauf achten müssen, dass es immer so dunkel lila leuchtet. Naja. Ist es dann Olaf? Übrigens, Olaf habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Fällt mir mal so auf, ne? Ja, Olaf ist es. Okay. Klamotten. Ah, ne, Möbel. Ein Wäschekorb. Ganz wichtig. Den braucht man. Ja. Irgendwo hier hinten ein Bettlaken. Jetzt heißt es Olaf finden. Im Sommer. Wo ist Olaf? Nein. Wie viel wollen wir wetten, Olaf ist... Ja, Olaf ist Essen. Natürlich. Ah, Anna ist auch da und Stitch auch. Also ich glaube, Olaf und Stitch kann ich mir sehr gut zusammen vorstellen. Ich glaube, das könnte ein Chaos hoch 10 werden, wenn die mal in irgendeiner Serie oder irgendeinem Film zusammen auftreten würden. So. Und noch was zum... Möblieren. Ein schmutziger Herd. Den habe ich mir schon immer gewünscht.
Aber alle sitzen hier separat, ne? Macht Sinn. So, hallo Olaf. Hallo, ich bin's, Olaf. Truppe, ich bin so froh, dass du hier bist. Ich will dich nicht beunruhigen, aber mir ist aufgefallen, dass das Dorf anscheinend beschädigt ist. Der Himmel sieht wütend aus. Leider sind meine Arme nicht lang genug, um ihnen eine Umarmung zu geben. Ich hatte gehofft, du könntest mir dabei helfen. Ich? Oh, ich helfe gerne. Moment mal, wie soll ich denn helfen? Ich habe eine Decke in der geheimen Kammer gefunden. Ich glaube, sie gehörte einst dem Vergessen. Weißt du etwas darüber? Flauschige Kuscheldecke. Du hast sie gefunden, hurra. Aber ich weiß nicht allzu viel darüber. Aber ich weiß, wer vielleicht mehr weiß. Elsa, ich erinnere mich an die Decke aus ihrem Zimmer im Schloss. Natürlich wird ihr nicht kalt, aber ich glaube, sie mag es manchmal einfach gemütlich. Sie muss sich die Geschichte hinter dieser Decke kennen. Danke, Olaf. Ich schätze, ich muss mit Elsa sprechen, wenn wir eine Chance haben wollen, das Vergessen aufzuhalten. In der Zwischenzeit werde ich einfach alle verschiedenen Arten von Steinen im Dorf finden und kategorisieren. Toller Plan. Das dachte ich mir. Ich nenne es kontrollieren, was ich kann, wenn die Dinge außer Kontrolle geraten. Auf Wiedersehen. So, aber Elsa ist jetzt nicht hier, ne? Nein, okay. Muss man ja gucken, ne? Nicht, dass ich rausrenne und Elsa sitzt da drin und ich renne dann wie blöd rum. So, wo ist Elsa? Wenn ich das richtig sehe, ist sie bei Dagobert drin. Da ist sie doch. Hast du kurz Zeit zu reden? Troplay, ich habe gesehen, was am Himmel über dem Dorf vor sich geht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, musst du es nur sagen. Vielleicht könntest du ein Eisschild über das Dorf herum errichten. Aha. Wenn es nötig ist, werde ich es gerne versuchen. Nun, es gibt eine Möglichkeit, wie du definitiv helfen kannst. Sieh dir das an. Kommen sie dir bekannt vor? Oh, sie kommt mir bekannt vor. Es ist aber schon lange her. Wir glauben, dass sie dem Vergessen gehört hat. Wir müssen die Geschichte dahinter erfahren. Es ist schon komisch. Eben war mir noch so, als ob meine Erinnerungen hinter einem Schleier wären, aber... Dann sah ich dich an und dachte an unsere Freundschaft und die Abenteuer, die wir zusammen erlebt haben. Wow. Nun kam die Erinnerung. Ich hatte sie dir gegeben. Damals warst du noch ein Kind und du wolltest mit mir die Eishöhle erkunden. Allerdings war es sehr kalt, deshalb hatte ich dir meine Lieblingsdecke von zu Hause mitgebracht. Als ich das Vergessen von dir abspaltete, nun, ich denke, es behielt sie, bis es sie in die geheime Kammer warf. Ich wünschte, ich könnte mich daran erinnern, aber ich schätze, das Vergessen hat einige dieser Erinnerungen. Ich hoffe, du schaffst es, das Vergessen vor dem Abgrund zu bewahren, bevor es zu spät ist. Solltest du schaffen, es zurückzubringen? Nun, vielleicht kann ich mit dem Vergessen reden. Ich weiß, wie es ist, wenn man zu weit geht. Danke, Elsa. Das ist alles, was ich im Moment brauche. Die Magie, die von der Decke ausgeht, scheint bereits stärker zu sein. Bringe Merlin die Reliquien. Okay. Na. So. Wo ist denn der alte Kauz? Ah, er kommt schon zu mir gerannt. Merlin, nicht wegrennen. Merlin! Merlin! Wo rennt er denn hin? Rennt er einfach weg? Ich glaub's ja nicht. Oh, Hallöchen! Bravo, du hast genug Reliquien des Vergessens gefunden, damit wir mit der Verzauberung fortfahren können. Die Magie, die von ihnen ausgeht, ist stärker als alles, was das Vergessen zurückgelassen hat. Und es ist die Magie der Geschichte, da bin ich mir sicher. Wir dürfen keinen Moment mehr zögern. Bist du bereit, hindurchzuschreiten und das dunkle Schloss zu erkunden? Ich war noch nie so bereit. Selbstvertrauen, das ist genau das, was du brauchst, Troplay. Ich weiß, dass du mit Selbstvertrauen jede Herausforderung meistern kannst. Seit dem ersten Tag, an dem du ins Tal zurückgekehrt bist, hast du eine Menge gelernt. Fühlt sich so an, als wäre es gestern gewesen. Für dich. Mir kommt es schon so vor, als hätte ich kaum mit den Augen geblinzelt und doch so viel Zeit vergangen. Du bist der Herrscher geworden, den Dreamlight Valley braucht. Sieh dich um, das ist alles, was du alles bewältigt hast und all die Freunde, die du zurückgebracht hast. Troplay, ich bin stolz auf dich. Folge mir und lass uns die Welt in Ordnung bringen, bevor ich unerträglich sentimental werde. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Einfach mal Merlin folgen. Und sprich mit Merlin. Mann, was Neues. Richte deine Magie auf die Reliquien, Troplay. Nehmen wir die Magie der Geschichte und ihre Verbindung zu dem Vergessen nutzen, können wir ein Tor in die andere Dimension erschaffen.
Das war jetzt einerseits spektakulär oder hätte es sein können, aber es wurde unspektakulär dargestellt. Das Portal ist offen, jetzt musst du nur noch hindurchgehen. Beeil dich, ich fürchte, Dreamlight Valley wird immer instabiler, während wir hier sprechen. Ein Kinderspiel. Ich bewundere deine Tapferkeit, aber denk daran, wenn du vor schwierigen Herausforderungen stehst, werden wir immer für dich da sein. Während du weg bist, können die gute Fee und ich vielleicht beraten, was wir mit der dunklen Magie am Himmel machen sollen. Worauf wartest du noch? Los geht's. Lass deine Magie los, Troplay, während wir zurückbleiben und unsere wirken. Dann gehen wir mal ab in das dunkle Portal. Und landen jetzt in Shergrad. Ah, ne, es war ein anderes Spiel, ne? Ah, ne, auf der Höllenfeuer-Halbinsel. Das war das. So. Hippidi-pappidi-puh. Cool. Kann ich jetzt hier auch überall lang gehen oder die Dornen hier wegmachen? Nee, ne? Nö, nö, nö. Nö, nö, hier kann ich nichts machen. Okay. Ich glaube, es wird eh nur ein Reden sein. Ich meine, so wirklich eine Schwierigkeit wird jetzt da nicht sein. Oh. Geh durch die erste Tür, um weiter in das dunkle Schloss vorzudringen. Entferne Nachtdorn. Hey, ich habe was erhalten. 10 Sterne. Ich bin aber neugierig, was hier alles so ist. Also ich möchte jetzt nicht einfach gleich direkt in die Tür rein. Hundertprozentig ist doch da auch was. Guck mal, da ist doch irgendwie so ein Schrank und der sieht doch irgendwie besonders aus. Seht ihr? Seht ihr? Ha! Krone aus Pappe. Ansonsten ist hier weiter nichts. Hier komme ich nicht hoch. Komme ich hier irgendwo noch lang? Ja, hier komme ich noch lang. Hier ist auch nochmal ein Lager. Oh, und da ist ein Papier. Und die gute Fee ist immer dabei. Pappe ist nicht mehr genug. Wenn ich über dieses dunkle Schloss herrschen soll, brauche ich richtige Flügel und eine richtige Krone. Flügel aus Pappe. Kostet mich zwar Ausdauer, aber vielleicht schadet das dem Vergessen. Irgendwas ist seltsam an der Tür, untersuche es. Okay. Dark Castle Door, also nicht Dunkelschlosstür oder sowas, oder Tür des dunklen Schlosses. Was ist das? Wer ist gekommen, um mich zu wecken? Oh, du bist es. Ich meine, eure höchst bescheidene Hoheit sagt nur das Wort und ich tue, was ihr wollt, ohne mit den Angeln zu quietschen. Wird dir nicht langweilig, hier rumzustehen? Gelangweilt? Nun nein, hier ist es friedlich. Die Türen brauchen nicht viel Aufregung. All die aufregenden Dinge liegen meist auf der anderen Seite von uns. Das ist das Schicksal einer Tür, immer dazwischen stecken zu bleiben. Meistens schlafe ich, bis ihr mich weckt. Um euch passieren zu lassen. Wie hast du gelernt zu sprechen? Ihr habt es mir doch beigebracht. Einst war ich nichts weiter als ein Stück Eisen mit einem Griff. Aber dann erwachte ich und hörte eure Stimme, die mir einen Zauber einflüsterte. Seitdem stehe ich hier. Natürlich, eure Hoheit, ich werde... wartet einen Moment. Es ist so schwer, euch zu sehen, wenn ihr durch mein Schlüsselloch schielt.
Ihr seht aus wie ihr selbst, aber etwas ist anders. Etwas ist falsch. Ich probiere einen neuen Look aus. Das passt gut zu euch. Die Menschen sind so komplex. An einem Tag seht ihr so aus und am nächsten Tag ganz anders. Aber ich fürchte, wir Türen sind ziemlich einfach. Wir sind entweder offen oder geschlossen, verriegelt oder entriegelt. Ich bin geschlossen, denn ihr habt mir gesagt, dass ich euch nie ohne eure Flügel und eure Krone hindurchlassen soll. Ernsthaft? Zum Glück habe ich es vorher entdeckt. Aber trotzdem ernsthaft. Mal gucken, ob das zählt. Hallo Tür, ich bin es wieder, das Vergessen. Wie du sehen kannst, sehe ich jetzt vergessenhaft aus. Also, ich schätze, du wirst dich für mich öffnen, richtig? Hi, ihr seht meinem Erbauer jetzt ähnlicher, wie er einst vor langer Zeit aussah. Obwohl irgendetwas an euch scheint immer noch nicht ganz richtig zu sein. Du musst Staub in deinem Schlüsselloch haben. Ich bin es wirklich. Ja, ja, ich nehme an, das könnte so sein. Natürlich gibt es in diesem Schloss Herausforderungen und Gefahren, die viel größer sind als ich. Wenn ihr versucht, mich zu täuschen, wenn ihr nicht mein Erbauer seid, dann werdet ihr sicher nicht durch eine der nächsten Türen gehen können. Für heute werde ich mich aufschwingen und euch weitergehen lassen. Erkunde das dunkle Schloss weiter. Hier ist eine Tür. Warte mal, wo sind wir denn? Auf welcher Etage? Ah, wir sind in so einer Nebenpassage. Sind das hier vielleicht schon Vorboten auf die Patches? Was kommt? Wieso, weshalb, warum? Wäre doch eine Möglichkeit, oder? Weil, was war mir auch noch aufgefallen beim Intro... Da hinten ist noch eine Tür. Genau, da hinten an der Wand habe ich was gesehen. Da ist das Plateau und da sind auch noch drei weitere Bereiche mit Fragezeichen. Wer sagt nicht, dass das schon so eine Andeutung ist, dass da sogar neue Biome dazukommen, hä? Hier kann ich kochen. Ist das eine Werkbank? Salat des dunklen Schlosses. Oh, ich glaube, die Tür möchte was zu essen haben. Und das ist wahrscheinlich das Rezept dazu, hä? Die Verzauberung hat die Tür zum Leben erweckt, genau wie ich gehofft hatte. Aber Türchen hat ihren eigenen Kopf. Wenn ich etwas zu essen bringe, wird sie mich vielleicht durchlassen. Dann nehmen wir einfach mal von allem etwas. Und Dornensproß. Und dann kochen wir das alles. Glibber des dunklen Schlosses. Nope, das ist es nicht. Ah, da. Türchen ist ein pingeliger Esserin. Sie mag es einfach nur mit ein paar Zutaten. Außerdem hat sie es schlechten Atem, hasst sie es schlechten Atem zu haben. Wenn etwas besonders knackig ist, mag sie es sehr. Sie weigert sich, irgendetwas zu essen, das nicht hier im Schloss angebaut wurde. Okay, also... Eigentlich nur ein Salat, oder? Dreamlight Salz nicht. Dornenspross könnte sein... Aber kein Knoblauch. Nein.
Nope. Was anderes habe ich doch nicht. Dann nehme ich jetzt nochmal den Knoblauch mit. Das funktioniert nicht so, wie ich es mir denke. Also, einfach nur mit ein paar Zutaten. Außerdem hast du es schlechten Atem zu haben. Also kein Knoblauch. Muss knackig sein. Und sie hast es irgendwas zu essen, das nicht hier im Schloss angebaut wird. Also vielleicht einfach nur ein paar Zutaten. Vielleicht zweimal Salat. Nee, das geht nicht. Ja, vielleicht doch Salz, aber das würde ja gar keinen Sinn machen. Ein Dornenspross. Das würde jetzt gar keinen Sinn ergeben. Sprossensalat mit Nachtdorn. War es wirklich der Salat? Ich hätte jetzt echt gedacht, dass das Dreamlight-Salz nicht dazu zählt. Ja, das ist es. Erkunde das dunkle Schloss weiter. So. Mysteriös, würde ich sagen. Die Tür scheint zu fehlen. Suche nach einem Hinweis. Das Hinweis. Niemand wird jemals herausfinden, wie man durch diese Tür kommt. Ich habe sie verschwinden lassen, genau wie mich. Schön. Erinnerung an mich selbst, um die Tür zu sehen. Versuche, deine Perspektive zu ändern. Nur mit dem Blick eines mechanischen Auges kann der Weg nach vorne entsperrt werden. Kameramodus ändern. Kameramodus ändern. Bildformat ändern. Muss ich ein Bild schießen? Ah, Tatsache. Okay, hier brauche ich wieder was ganz anderes. Nein. Nein, 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 ich wollte jetzt nicht mit dir reden. Ich muss jetzt hier alles befreien. Es ist aber auch echt ein Umweg hier. Oh, deine Ausdauer ist. Habe ich irgendwas? Ich habe gar nichts essenstechnisch mit, außer ein paar Pilze. Okay. Nein, ach, ich will nicht mit der guten Fee reden.
Das ist auch die falsche Fackel. Das ist die richtige Fackel. Okay, wir müssen also hier die richtigen Fackeln sammeln. Und in ihren Sockel packen. Oh, das ist noch eine Erinnerung. Es ist nur ein Schloss und ein Schlüssel. Ziemlich einfach, oder? Falsch gedacht. Es hat mir fast Spaß gemacht, das hier zu entwerfen. Nein, das ist der falsche. Dann nehmen wir den. Und dann fehlt mir noch die andere Seite. Jetzt muss ich auch noch angeln. Oh Mann. Aber gut, ich würde sagen, das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Ui, da war eine Sternschnuppe und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.